In dieser Nacht war an Schlaf kaum zu denken. Es war nicht das erste und sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass er bis tief in die Nacht in einer schäbigen Taverne blieb. Aber diesmal war es nicht das Gleiche. Selbst der Met und die Barden konnten die Stimmung nicht wirklich heben. Zu vieles ging ihm durch den Kopf und mein Bruder war froh, als der Alkohol endlich seine Wirkung entfaltete und er sich müde auf sein Zimmer schleppte. Die Nacht blieb kurz, aber alle Nord waren gewohnt, mit wenig Schlaf auszukommen und das spärliche Tageslicht hier immer voll auszunutzen. Und so wachte er am nächsten Morgen schließlich auf und fasste sich den Plan, flussweit hinter sich zu lassen. Die Antworten auf all die Fragen lagen irgendwo da draußen und schließlich waren da noch kaiserliche Soldaten. Eine Frau im schlafenden Riesen hatte davon erzählt, dass bereits Patrouillen ausgesandt wurden, um Überlebende vom Angriff auf Helgen aufzuspüren. Und das konnte unser Held als letztes gebrauchen. Während der Nacht hatte mein Bruder die Schätze nach ihrem Wert sortiert und hatte eine solide Vorstellung davon, was er dafür verlangen konnte. Das Wichtigste war, dass die goldene Klaue noch intakt war. Aber er hatte nicht vor, anderen davon zu erzählen, wie er sie bekommen hatte. Schließlich gab es bessere Geschichten als die, wie er von einem Dieb übers Ohr gehauen und sogar noch verspottet wurde. Immerhin hatte er das meiste Blut auf ihr abwaschen können. Kannst du mal sehen, Lukan. Ihr seid vom Ödstor Zügelgab zurück. Habt ihr etwas gefunden? Ja, aber einfach war das nicht. Ich musste mich erst durch Banditen schlagen und durch... Wie erwartet war Valerius überrascht und erfreut, seine Klaue wiederzubekommen. Weniger erfreut war er, als er merkte, dass mein Bruder sich nicht mit ein paar Münzen zufrieden gab und auf eine, nun ja, anständige Belohnung pochte. Wie, du hast nichts? Ich sehe hier überall Heiltränke. Lukan war überrascht, wie viel Plunder er aus diesem alten Grab herausgeschafft hatte. Nachdem mein Bruder ihm Waffen, Zaubertränke und ein paar Amulette übergeben hatte, bekam er im Gegenzug Verpflegung und warme Kleidung für seine Reise in den kalten Norden. Er hatte sogar ein paar Münzen für den Kettenpanzer der Sturmmente springen lassen, sodass er jetzt nicht allzu sehr auffallen sollte, wenn ihm Soldaten über den Weg liefen. Und natürlich hatte er die Gastfreundschaft von Gerdo und Hott nicht vergessen. Und was Raloff für ihn getan hatte, war sowieso nicht mit Gold aufzuwiegen. An Gerdo und Hott. Ich ziehe weiter. Danke für das Essen und das Bett. Ich werde euch nicht vergessen. Gezeichnet Jeremiah. Den Absender, den hätte er sich ruhig sparen können. Anhand von seiner Rechtschreibung erkennt man sofort, dass Jeremiah diesen Brief verfasst hat. Ihm war klar, dass die Anwesenheit eines ehemaligen Sträflings hier eine Gefahr für die Familie war, und daher war es besser für alle, wenn er schnell in den Norden nach Weißlauf weiterzog. Ein bisschen was wusste er bereits über Weißlauf. Gerdo hatte des Öfteren versucht, Jeremiah irgendwelche historischen Hintergrundinformationen nahezubringen, aber Jeremiah hat sich eher für die Methalle Jorvaskere interessiert. Was er aber nie vergessen wird, ist Gerdos Wegbeschreibung. Eines Abends wollte er wissen, wie weit die Stadt entfernt sei und ob der Weg dorthin gefährlich sei. Gerdo hat nur lauthals gelacht und Jeremiah erklärt, dass Weißlauf von zig Bauernhöfen umzingelt sein soll. Sie sagte, selbst ein Blinder würde es finden, wenn er einfach nur dem Klang der Flüsse und dem Grunzen der Schweine folgen würde. Jeremiah wusste aus seiner abendlichen Lektüre, dass Weißlauf ein wichtiger Handelspunkt sei und dass die Straßen um Weißlauf herum gut bepflastert sein sollen. Genügend Anhaltspunkte, um sicher anzukommen, hoffentlich. Fleisch. Verdammter Wolf. Mistviech. Von wegen sichere Gegend.
Ah, das muss Weißelow sein da hinten. Potthässlich. Was zum... Hey, ihr da! Haltet ein! Halt, sage ich! Ich sagte stehen bleiben. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches ein. Schert euch davon. Oh, ich weiß, wie es als ich Gefangener war der kaiserlichen Armee und ihr werdet ihn nicht mitnehmen. Hilfe! Ja. Nur drei? Ab in die Schulter. Genug, genug! Ich ergebe mich! Du ergibst dich? Ja, dann verschwinde! Das glaube ich nicht. Armer Irrer. Oh nein. Nein, was hab ich... Oh nein, das musste das denn sein? Wieso habt ihr ihn nicht einfach laufen lassen? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Windhelm. Der Sturmmantel erwartet sie. Ja, verstanden. Aber verschwinde jetzt, ich kümmere mich um die Leichen. Verschwendung. Und grüßt den Ulfric von mir. Mein tölpelhafter Bruder hat nicht nachgedacht, mal wieder. Es war eine Sache, im Krieg oder in Notwehr zu töten, aber das hier konnte man leicht als feigen Akt auslegen. Und selbst der Jarl von Windhelm hatte gesagt, dass man besonnen bleiben sollte und die Unterdrückung durch die Kaiserlichen fürs Erste hinnehmen musste. Die Leichen mussten verschwinden, irgendwie. Und das Einzige, was meinem Bruder in seiner Panik einfiel, war der Fluss nebenan und die Hoffnung, dass das Blut auf der Straße bis zum Eintreffen der nächsten Patrouille mit dem nächsten Regen einfach verwaschen sein würde. Dass es sich hierbei um eine kurzfristige Notlösung handeln musste, zeigt allein die Tatsache, dass Jeremiah diese glitschigen Schlammgraben abgrundtief hasst. Respekt, großer Bruder. Ich weiß, dass dir das alles andere als leicht fällt. Ich hasse Schlammgraben! Jetzt noch der Anführer. Das wäre geschafft. Auf nimmer Wiedersehen. Zum Glück hatte niemand das Verbrechen beobachtet. Und wo kein Zeuge, da kein Richter, wie unser Vater zu sagen pflegte. Eine Brauerei. Hauptsache, er kippt sich dort nicht wieder ein halbes Fass hinter die Binde. Ein Riese? Hier! Wartet, ich komme! Zielt auf die Kniegelenke! Gut genug. Ja. Ihr seht stark aus. Kommt okay. Nach Jovaska und werdet ein Gefährte. Ein Gefährte? Mann, was habt ihr hier? Ihr hattet Glück, dass ich vorbeigekommen bin. Ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Ein Schildbruder? Ich?
Ihr seid nicht von hier, was? Doch, eigentlich noch schon. Nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Söldner also. Sucht ihr noch jemanden? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ja. Danke. Ich bin hier, um zu helfen. Ja, was ist denn jetzt hier mit diesem Ungeheuer, mit diesem Riesen? Oh, der stinkt wie zwei tote Wildschweine. Mal gucken, was er dabei hat. Natürlich nichts. Naja, der Bauer wird sicherlich wissen, was er damit machen soll. Heute liegt Blut in der Luft. Ich selbst habe Weißlau vor Jahren bereits einmal besucht. Die Stadt stand damals noch unter der Herrschaft von Jarl Durbus, einem wahren Nord, der sich wirklich für die Belange der Bevölkerung interessierte. Heute zeugten die eingefallenen Burgmauern und hastig zusammengezimmerten Aussichtstürme bereits davon, dass diese Zeiten offensichtlich der Vergangenheit angehörten. Weißlauf. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Und so erreichte unser Held endlich Weißlauf, die größte Stadt mitten im Herzen von Himmelsrand. Ein paar Dinge wusste Jeremiah bereits über die Stadt. Sie zählt 102 Einwohner, ist berühmt-berüchtigt für ihre Himmelsschmiede, wird von Jarl Balgruf regiert und ist die Heimat der Gefährten, eine Art Kriegergilde, die ein ziemliches Ansehen in und um Weißlauf herum genießt. Einige der Gefährten hat er bereits auf seiner Reise hierher kennengelernt. Bei Zeiten wird er ihnen mit Sicherheit einen Besuch abstatten. Doch vor allem war Weißlauf berühmt für seine Schmiedekunst hier und unser Held stand vor einer entscheidenden Frage. Sollte er seine Lehre bei Eolund Graumähne beginnen, einem mürrischen alten Mann, der die Himmelsschmiede befeuerte? Oder sollte er mit Adriane Avenici zusammenarbeiten, einer dunkelhäutigen und atemberaubenden Schönheit, geheimnisvollen Augen und einem unglaublichen Hintern? Ja, da fällt mir die Wahl nicht schwer. Ja, Meister, 20 Eisenbarren, ich eile! Gott ab, wo soll ich bloß diese Eisenbarren herkriegen? Zuerst war mein Bruder verwirrt, um nicht zu sagen verärgert. Alles, was er tun sollte, war den Boden fegen, Eisen holen und die Schmiede befeuern? Er konnte sich nicht vorstellen, dass dies der große Schmied sein sollte, von dem ganz Himmelsrand in höchsten Tönen sprach. Bereits nach einigen Tagen merkte er, wie seine körperliche Kraft kontinuierlich anstieg. Selbst große Barren waren inzwischen eine Leichtigkeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Eolund Graumähne war tatsächlich so gut wie sein Ruf, vielleicht sogar noch besser. Er bestand nicht nur darauf, dass Jeremiah ein guter Schmied wurde, sondern auch, dass er sich alte Abhandlungen von früheren Meistern durchlas, wann immer er Zeit dazu hatte. Mein Bruder lernte so, dass das Geheimnis guten Stahls schon damit begann, die Temperatur niemals unter 1200 Grad fallen zu lassen. Aber zumindest hier in der Himmelsschmiede war das fast schon ausgeschlossen. Er lernte auch, dass die Menschen im Süden sogar gebogene Schwerter herstellten oder wie man eine Klinge so schuf, dass sie auch der rauen Umgebung Himmelsrands im Regen widerstand und nicht rostete, indem man winzige Mengen Chrom, Titan und Nickel hinzugab. Jeremiah schaute Eolund ständig bei der Arbeit zu, und der wiederum prüfte das Wissen seines neuen Schützlings jeden Tag aufs Neue. Eines Morgens fragte er, was seiner Meinung nach das Geheimnis des Stahls wäre, und Jeremiah dachte lange über diese Frage nach, bis er schließlich die Antwort gab. Es ist nicht der Ofen oder das Feuer.
Ich glaube, es ist der Wille des Schmieds, der den Stahl in seine Form presst und ihn zu dem werden lässt, was er schon immer sein sollte. Er war vollends zufrieden mit Jeremiah, der sich binnen kurzer Zeit die Grundlagen der Schmiedekunst angeeignet hatte und nun so langsam imstande war, das Geschwätz der Leute von dem wirklichen Handwerk zu unterscheiden. Eolund betraute ihn damit, endlich selbstständig in der Himmelsschmiede zu arbeiten. Eine große Ehre für meinen Bruder. Wie die meisten Metallurgisten in Himmelsrand machte ein Schmied selten Waffen oder Rüstungen, selbst wenn der einfache Mann das glauben mochte. Es waren vielmehr Hufbeschläge, Nägel, Scharniere oder unzählige andere Dinge des täglichen Bedarfs. Auch so ein angesehener Mann wie Eolund Graumähne bestand darauf, dass man nicht vergessen sollte, wo die Ursprünge dieses Handwerks herkamen und man mit dieser Arbeit den Menschen in vielerlei Hinsicht helfen konnte. Egal zu welcher Tageszeit und zu welchen Witterungsbedingungen, Jeremiah schuftete und schuftete. Fast so, als würde es ihm gut tun. Macht es ihm Spaß? Lenkt es ihn ab? Oder hat er einfach nur ein Ventil für all die Wut gefunden, die sich in ihm aufgestaut hat? Eolund war von seinem Durchhaltevermögen überrascht. Zuerst dachte er, es wäre nur das übliche Getue, mit dem ein Lehrling seinen Meister beeindrucken wollte. Aber als er von seiner Familiengeschichte hörte, wurde die Miene des Alten grimmig. Sein Blick wurde leer und er sagte einfach nur, wir Nord müssen zusammenhalten, koste es, was es wolle. Mein Bruder wusste, dass er Eolund niemals angemessen für all das bezahlen konnte, was er ihm beigebracht hatte, und so dankte er es ihm dadurch, dass er den Vogt davon überzeugen konnte, eine große Waffenbestellung bei der Avenici zu kündigen und stattdessen Graumähne damit zu beauftragen. Er hatte diesen Auftrag für den Vogt praktisch allein und innerhalb einer Woche fertiggestellt, und Eolund war davon so überrascht und wollte meinem Bruder danken, aber der hatte bis dahin schon seine Sachen gepackt, denn er hatte davon gehört, dass der Güldengrünbaum in der Stadt geheilt werden soll. Meinem Bruder ging es da weniger um irgendein Gewächs in einer Stadt, aber der Güldengrünbaum steht im Zusammenhang mit dem Tempel von Kynareth, und das war schließlich eine der Göttinnen, von denen Jeremiah ganz genau wusste, dass ich sie anbetete. Es war nicht viel, aber eine dünne Spur. Vielleicht wären die Priesterinnen hilfsbereiter, wenn man sich vorher um ihre Probleme kümmerte. Ein kleiner Hoffnungsschimmer, um mich endlich zu finden. Das war Teil 5 in Weißlauf, in der unser Held dem Zuschauerwunsch gefolgt ist und sich das Schmiedehandwerk zu eigen machte. Seid im nächsten Teil wieder dabei, wenn er sich erstmals mit Hexen, Zauberern und allerlei Fabelwesen misst. Overking, Overking, Naloxin, Losver.